Doch zunächst sind wir in Österreich auf dem Hintertuxer Gletscher. Unter Schnee und Eis entdeckte Roman Erler eine einzigartige Welt. Eine Gletscherhöhle mit bizarren Eisformationen. Gängen in mehr als 30 Meter Tiefe. Und einem unterirdischen See. Der Bergführer erschließt diese Welt für Touristen und Wissenschaftler immer weiter. Einfach nur runterschieben. Der Anfang seiner Entdeckung war hier. Also hier war mal der Originaleingang. Aber den habe ich, wie man sieht, da verschlossen mit so einer Art Fließ-Geotextilien. Hier ist nämlich wichtig, dass hier immer zu ist. Sonst würde im Sommer Warmluft zirkulieren. Und dann wird darinnen auch was schmelzen. Ja? So haben wir darinnen eigentlich immer 0 Grad bzw. knapp darunter. Durch die nahezu konstante Temperatur in der Höhle bleiben die eindrucksvollen Eisformen erhalten. Und durch langsam eindringendes Wasser entstehen immer neue. Ja, man sieht da sehr bizarre Eisformationen. Ja, wir haben normale, gerade gewachsene Eiszapfen. Aber wenn man hier zum Beispiel schaut von mir, wundert man sich erstmal schon, ja, dass wir da so verbogenes Eis auch haben. Selbstverständlich war das auch mal eine senkrechte Eissäule. Aber durch das Gewicht vom Gletscher, durch die Eisauflast, staucht es zusammen wie warmes Kerzenwachs. Das Eis verformt sich also plastisch. Dass diese faszinierende Eiswelt überhaupt erlebt und begangen werden kann, liegt an einer Besonderheit des Gletschers, die Roman Erler nach seiner Entdeckung durch eine Vermessung erkannte. Hier vor mir sehen wir einen Vermessungspunkt. Den habe ich hier direkt in den anstehenden Fels. Hier löst sich der Gletscher vom Felsen weg. Ja? Eingebohrt seinerzeit. Und die Idee war, zu messen, wie schnell dieser Block, der im Gletscher drinnen, im Eis drinnen ist, nach unten sackt. Er hat sich nicht bewegt. War der erste Hinweis, dass hier der Gletscher an der Basis festgefroren sein kann. Eine kleine Sensation. Denn normalerweise rutschen Gletscher in den Alpen mehrere Meter im Jahr ins Tal. Um das Phänomen noch weiter zu erforschen, hat Roman später hier einen speziellen Schacht angelegt. Das ist der tiefste Schacht in einem Gletscher weltweit. Der ist 52 Meter tief. Und dann haben wir in Knochenarbeit, in Handarbeit da rausgehauen, bis wir unten am Gletscherbett auf der Sohle vom Gletscher sozusagen angekommen sind. Romans Temperaturmessungen in 52 Meter Tiefe haben gezeigt, dass dieser Teil des Gletschers tatsächlich am Felsen festgefroren ist. Deshalb bewegt er sich nicht. Für welche einzigartige Entdeckung dieses Phänomen noch sorgte, zeigen wir Ihnen gleich. Tief unten im Hintertuxer Gletscher hat Roman Erler nicht nur faszinierende Höhlen aus Eis entdeckt, sondern sogar einen Tunnel mit Wasser. Weil das Gletschereis am Felsen festgefroren ist, kann Wasser hier nicht wegfließen. Bis zu 20 Meter tief und 100 Meter lang ist dieser einzigartige See. Also ich habe schon viel in Gletschern Zeit verbracht und so, aber das war nicht zu erwarten, dass wir da drinnen so einen Tunnel mit seinem See haben. Da staunt man mal, was die Natur so alles zustande bringt. Und da geht einem schon das Herz auf. Gell? Ich meine, es ist schon ein Geschenk, auch wenn man sowas entdecken darf auf alle Fälle. Und gerade wenn man dann noch alleine herinnen ist und richtig die Totenstille da, 35 Meter sind wir hier unter der Piste, dann wirkt es noch mal ganz anders. Der Bergführer hat die von ihm entdeckte Höhlenwelt vom österreichischen Staat gepachtet. Mit den Mitarbeitern seiner Bergsportfirma erschließt er sie für Besucher und finanziert das Ganze durch die Einnahmen aus Führungen und Veranstaltungen. Mit seinem Team legte er bereits 600 Meter Wege an, sogar über mehrere Etagen. Damit man in der Höhle etwas sehen kann, hat er für die Beleuchtung mehr als 2 Kilometer Kabel verlegt. Kein einfaches Unterfangen hier in den Bergen.
wir sind da natürlich im Nahbereich direkt vom Gipfel, vom Südgipfel. Und klar schlägt da der Blitz bei einem Gewitter mehrmals auch ein. Und dann induziert sich eine Spannung ins Kabel. Die Kabel, die explodieren regelrecht. Und technisch gab es da nur die Lösung, ohne Erde das Ganze zu beleuchten. Normalerweise eigentlich ein Wahnsinn. Nur, das Gletschereis ist eben ein Isolator. Gell? Und ich habe jetzt gerade mal überprüft, die Sicherungen, die wir hier alle da drinnen haben, aber ist soweit in Ordnung. Der Trick mit dem Eis als Isolator funktioniert also. Hier ermöglichen Treppen und befestigte Wege das Begehen der Höhle. Doch es gibt auch Bereiche, die Roman noch nicht erschlossen hat. In die nimmt er uns gleich mit. Zurück in die Gletscherhöhle, die Roman Erler entdeckt hat. Immer wieder findet der Bergführer hier neue Hohlräume und baut Wege, um diese begehbar zu machen. Hier zum Beispiel will er die Wand durchbrechen. Vorher muss er messen, wie viel Meter bis zum nächsten Hohlraum noch fehlen. Ich muss ja wissen, wie weit es da noch durch ist. Jetzt grob Daumen mal Pi, sind es nur 3 Meter, dann wäre ich schon drüben im nächsten Raum. Ich will ja da einen kleinen Rundgang fabrizieren. Trotz Maschineneinsatz, die Statik des Eises verletzt Roman dabei nicht. Er achtet außerdem bei solchen Arbeiten darauf, dass so viel wie möglich der natürlichen Eisformen erhalten bleiben. Das bedeutet oft tagelange harte Arbeit. In dem Fall habe ich ja hier direkt Platz und kann das Eis, das ich breche, hier in dem Hohlraum versenken. Ja, dadurch geht das relativ schnell. Und ich schätze jetzt einmal, ja, 1,5-2 Tage, da müsste ich die 3 Meter durch sein. Wenn das Eis natürlich hinaus muss noch, dann kommt es auf die Wegstrecke drauf an. Ja, wenn ich 100 Meter zum Eingang habe und das Eis draußen quasi deponiere, dann dauert das natürlich doppelt oder auch dreimal so lang. Bei seinen Arbeiten in den Höhlen hat Roman erst vor wenigen Wochen einen ganz neuen Bereich entdeckt. Den zeigt er uns gleich. Zurück zum Hintertuxer Gletscher. Hier will uns Bergführer Roman Erler jetzt noch etwas Besonderes zeigen. Der Gletscher gibt immer wieder neue Überraschungen frei. Und gerade hier habe ich vor 3 Wochen mal nochmal richtig durchgebrochen. Kraftaufwand, voller Einsatz, komplett ein neues System. Wieder eine neue Welt aus Eis. Und ihr seid definitiv die Ersten, die das überhaupt zu Gesicht bekommen. Da habe ich eben durchgebrochen, gell? Das ist jetzt ganz neu. Ist es, so viel wie möglich seine Entdeckungen auch für andere Menschen sichtbar zu machen. Ja, es macht natürlich sehr viel Freude, wenn die Besucher aus dem Staunen nicht rauskommen. Ja, und letztendlich, was man nicht sieht, weiß man nicht, dass man es auch schützen muss. Ja, und so gesehen ist das ein bisschen die Botschaft, achtsam mit der Natur, achtsam mit den Mitmenschen. Und wir freuen uns, wenn die Gäste aus dem Schwärmen und Staunen nicht rauskommen. Bis er auch in diesem neuen Höhlenabschnitt Besucher durchs Eis führen kann, ist noch einiges zu tun. Und der Bergführer wird auch nicht aufhören, nach neuen Schätzen im Eis zu suchen. Das war's für heute. Ihnen jetzt aber noch einen schönen Abend mit der Umschau. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Einfach Genial.